geheilt werden können, heute dann doch spät verstarben. Zum Teil sehr schnell, innerhalb von wenigen Stunden. Ja. Die Toten sind tot. Wir müssen uns um die Lebenden kümmern. Was man so Leben nennt. Das Bein. Wir können den Wundbrand noch stoppen, wenn wir alles richtig machen. Sieh mal, das ist mein Schnaps. Du musst schön weiterleben, damit du mir auch einen ausgeben kannst. Hey! Noch was übrig. Randolf! Der Schnaps ist für die Operation und nicht für dich. Besser für die Lebenden als für die, die sterben. Halt das Bein fest. Bester! Ohne die Betäubung durch Alkohol lassen sich die vielfachen Schrecken des Krieges kaum überstehen. Üblich ist eine Ration von 2 Litern Bier und 1 Liter Wein pro Tag und Soldat. Dazu kommt der Schnaps, den sich die Söldner mit eigenem Geld kaufen. Pinkel in den Bock, wenn du mal sie trau. Hör auf damit! Findest du, wie der Feind steht vor den Toren? Ich werde dafür sorgen, dass sich die Stadt zur Wehr setzt wie ein Mann. Hör auf damit! Kämpfen für unseren König! Immer ein Heiliger! Wir Lutherischen haben gar keinen Heiligen! Jetzt schon haben wir einen Heiliger! Du musst den Schaden bezahlen. Ich? Ja. Oder euer Stadtkommandant. Ich habe einen anderen Vorschlag. Bist du ganz von Sinnen? Du gibst mir Geld, damit ich nicht schieße. Vergewaltigungen nehmen sich die Soldaten als selbstverständliches Recht heraus. Häufig geschieht das im öffentlichen Raum, als Machtbeweis. Hab und Gut zu rauben ist manchmal noch schlimmer. Es nimmt den Frauen und Mädchen ihre Überlebenschancen. Halt stehen! Barbara! Hör auf! Was? Nein! 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 Das hieß halt Notzucht zum Beispiel. Oder die Frauen wurden halt Notzüchtige. Das sind so die Begriffe, die dafür sind. Oder eben geschändet, wo dieser Begriff Schande jetzt dann tatsächlich auch im Wort noch drin ist. Das sind Entwicklungen, die auch heute noch mit gewissen Tabus belegt sind, und umso mehr trifft das eben für das 17. Jahrhundert zu, wo die Ehre einer Frau wesentlich an ihrer Geschlechtsehre festgemacht wurde. Plünderungen werden zu einem nüchtern kalkulierten Mittel der Kriegsführung. Dem Gegner sollen alle Ressourcen genommen werden. Die Schweden praktizieren das in Süddeutschland. Es ist die Erfindung des Prinzips der verbrannten Erde. Das Fürstentum Bayern fleht Wallenstein an,
mit einer Armee gegen die Schweden zu marschieren. Der kaiserliche Generalissimus stellt sich taub. Er hat nicht vergessen, dass Bayern vor 3 Jahren seine zeitweilige Entlassung betrieben hat. Wallenstein verfolgt einen anderen Plan. Im Frühjahr und Sommer 1633 plündert das schwedische Heer große Teile Süddeutschlands. Wallenstein ignoriert den Hilferuf. Stattdessen konzentriert er sich vollkommen auf Sachsen. Sachsen ist ein Verbündeter von Schweden. Wallenstein will das Land zum Frieden mit dem Kaiser zwingen. Dafür ist ihm jedes Mittel recht. Um sein Ziel zu erreichen, bedient er sich seines Feldherrn Holk. Der erhält den Befehl, das Land durch Plündern, Brennen, Vieh wegtreiben und Ähnliches zu ruinieren, um den Kurfürsten zur Vernunft zu bringen. Sachsen ist bereits ein geschwächtes Land und von seinem Heer im Stich gelassen. Es hat kaum etwas entgegenzusetzen. Das östlich gelegene Kurfürstentum Sachsen ist eine der reichsten Provinzen des Heiligen Römischen Reiches. Das protestantische Land ist lange neutral geblieben und hat sich schließlich doch gegen den Kaiser erhoben. Nun dringt seine Armee als Verbündeter Schwedens in Schlesien ein und bedroht dabei auch die Ländereien des kaiserlichen Vasallen Wallenstein. Das eigene Territorium sollen die Bauern und Bürger selbst verteidigen. Ich finde an diesem ganzen Landverderben und dem Plündern armer Leute keine Freude. Meine Befehle werden oft an Grausamkeit mit Brand, Mord und Raub überschritten. Und doch sind sie notwendig. Wir müssen den Feind zwingen, mit uns zu verhandeln. Ja, aber eine Schlacht erscheint mir ehrenhafter. Und sie bringt viel höhere Verluste. Die Bürger und Bauern sagen, an ihren Orten wütet die Pest. Wenn wir dorthin gehen, werden wir angesteckt. Viele Orte sollen schon gar keine Bewohner mehr haben, außer ein paar Alten und Krüppeln. Ich glaube, sie lügen. Sie fürchten uns mehr als die Pest. Ich hatte meine Zweifel. Aber wenn Christus spricht, haben die Apostel zu schweigen. Seinem Befehl gehorchend, bringt Henrik Holk Sachsen die Apokalypse. Städte werden brutal erobert, Dörfer in Brand gesteckt. Die verwahrlosten Söldner schleppen zugleich Krankheiten ein, vor allem die Pest. Sie tötet ohne Unterschied. Unter Holks Truppen fordert die Seuche mehr Opfer als in allen Schlachten zuvor. Die weitaus größte Zahl der Soldaten starb tatsächlich eher durch Krankheiten, möglicherweise eigener auch durch Hunger. Es gab Infektionen, es gab Epidemien. Es wurden manchmal Regimenter in Garnisonen geschickt, die 1200 Mann stark waren und nach 3 Jahren, ohne irgendeinen Kampf bestritten zu haben, waren von diesen Soldaten vielleicht noch 300, 400 übrig. Innerhalb weniger Monate gelang Holk an der Seite Wallensteins die atemberaubende Karriere vom einfachen Offizier zum Feldmarschall. Der kometenhafte Aufstieg endet so rasch, wie er begonnen hat. Ich brauche keinen Arzt. Bring mir einen Pastor. Holk stirbt im September 1633 im Alter von 34 Jahren an der Pest. Seine Diener und Offiziere sind geflohen. Dieses Flugblatt ist in Leipzig entstanden, der Stadt, die Henrik Holk 2-mal erobert und geplündert hat. Es zeigt den Feldmarschall auf dem Totenbett. Seine Seele entflieht dem Körper, kann jedoch nicht zum Himmel aufsteigen, weil sie an Truhen und Säcke gekettet ist. Diese sind zum Bersten gefüllt mit geraubtem Gold.
Wallensteins brutale Friedensmission in Sachsen scheitert. Das Kurfürstentum setzt den Krieg fort. Mit Holks Tod verliert der Generalissimus seinen treuesten Untergebenen. In der Folge weigert sich Wallenstein, weitere Schlachten zu schlagen. Er setzt auf Verhandlungen mit Schweden für einen allgemeinen Frieden ohne vorige Zustimmung des Kaisers. So fällt es seinen zahlreichen Gegnern leicht, den Kaiser zu überzeugen, dass Wallenstein ein Verräter ist. Sein Tod wird zur beschlossenen Sache. Im Februar 1634 wird Wallenstein in der böhmischen Stadt Eger von den eigenen Offizieren ermordet. Mit ihm stirbt die Hoffnung auf ein Ende des Krieges. Endlose 14 Jahre lang wird Mitteleuropa weiter verwüstet werden. Das Tagebuch von Peter Hagendorf schert sich wenig um den Zustand und die Zukunft der Welt. Das eigene Schicksal und der Verlust der Familie wiegt unendlich schwerer. Mit ihr verliert Hagendorf den Rückhalt, der ihn durch Kampf und Leid getragen hat. Sein eigenes Leben täglich aufs Spiel zu setzen, verliert für ihn seinen Sinn. Peter Hagendorf scheint doch schwer getroffen worden zu sein von dem Verlust seiner gesamten Familie. Also verliert alle seine Kinder und seine Ehefrau. Und das scheint ihn dann doch für einige Zeit sehr beschäftigt zu haben. Das kommt dann im Tagebuch dann auch auf zwei Seiten zum Ausdruck. Das erste Kind ist nicht zur Taufe gekommen. Die anderen drei haben aber alle die selige christliche Taufe empfangen. Ihre Namen sind die Mutter, Anna Stadler von Traunstein aus Niederbayern. Sie wurde 29 Jahre alt. Die Kinder, das erste namenlos, ist ein junger Sohn gewesen. Dann Anna-Maria, Elisabeth, Barbara. In dem ewigen seligen Leben wollen wir einander wiedersehen. Wenn der Krieg ein Ende genommen hat.